Marko Arnautović ist ja ganz generell nicht für seine zurückhaltende und sorgsame Wortwahl bekannt. Seine Schimpftirade beim letzten Match der Herren-Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien ging aber zu weit. Arnautović hat einen Gegenspieler übelst beschimpft und in den Augen vieler auch nationalistisch beleidigt. Für die UEFA hat er damit eine Grenze überschritten und wurde heute für das Spiel gegen die Niederlande morgen gesperrt. Peter Babutzki und Regina Pöll. Serbisch heftig beschimpft, angeblich auch mit nationalistischen Schimpfwörtern gegen seine albanische Herkunft. Nach dem Spiel entschuldigt sich Arnautović bei Alioski, der das auch annimmt. Der Verband von Nordmazedonien hat trotzdem Beschwerde eingelegt, die nun die Sperre zur Folge hat. Ja, es war klarerweise eine Hiobsbotschaft für uns alle. Marco wird uns natürlich sportlich fehlen, keine Frage, aber wir müssen es als Mannschaft einfach kompensieren, noch enger zusammenrücken. Was ich aber schon noch sagen möchte, ist, dass er im Vorfeld sich sehr vieles anhören musste von seinem Gegner. Und er weiß es natürlich selbst auch, dass er aus der Emotion dann sicherlich auch dann sich vielleicht irgendwo ein bisschen provozieren hat lassen und dementsprechend dann auch aus der Emotion dann reagiert hat. 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien etwa sorgt diese Szene für einen Skandal. Der Niederländer Frank Rijkaard spuckt den Deutschen Rudi Völler an. Er habe persönliche Probleme am Platz ausgelebt, bittet Rijkaard später um Verzeihung. 2006, das WM-Finale zwischen Frankreich und Italien, führt zu diesem Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi. Der soll vorher Zidane schwer beleidigt haben. 2014 WM in Brasilien. Uruguays Spieler Luis Suarez beißt Italiens Verteidiger Giorgio Chiellini in die Schulter. Er wird daraufhin 4 Monate gesperrt. Im Vergleich dazu ist die Sperre gegen Marko Arnautović relativ harmlos. Beim 3. Gruppenspiel am Montag gegen die Ukraine ist der österreichische Offensivspieler wieder dabei.